Die nächste Bewegung auf der Matte alles. Frau mit 70 Kilogramm. In der weißen Überanzug. In seiner Kirche. Familie bekommt jetzt Osnabrück in Niedersachsen. Der Schrift auf Sandra Hierich. Kommt jetzt in die Schule, können wir mal festmachen. Füße, Hegel. Komm hier auf. Durchaus zu beachten, wenn es um die Beine der Defense geht. Auf geht's, Sani! Schön auf rechts gehen. Füße und rein. Schön auf rechts bleiben, Anne. An den Griff setzen zuerst. Sieg also auf der Matte 1 für Sandra Hierich. Einzug in die dritte Runde. Nächste Bewegung auf der Matte 1 in Waffenhörern zu Peter Fischel. Von der Jodoklocker ist Osnabrück in Niedersachsen und die Gegnerin Lena Kanzolke von der SU-Halle in Nordrhein-Westfalen. Festmachen oben! Komm, Christa raus, komm! Komm, die komm! Weiter, weiter, weiter! Weiter! Ja, ja, ja! Auf Lena! Weiter auf den Arm gehen! Gut, und jetzt dein Griff. Oschi, komm, lauf, 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 Hüfte rum. Hüfte vor. Weiter. Sehr schön. Sehr schön.
Glückwunsch. Das hast du dann leider gemerkt. Ich hab's auch gedacht, ich hab's auch gedacht. Ja, und wir haben sich verboten, die ganzen Digitalen. Kurz darauf noch ein Applaus für den. Und wir kommen zur nächsten Begegnung. Aufnahme 2 im Weißen Überzug. Vorne PTSV Hof in Bayern, der Tina Cornelius. Und die Gegenüber. Alle 11 Sekunden. Arme nach vorne. Und in Zuphase. Hennen ran und sichern. Mitmachen. Nächste Begegnung dort, den Weißenüberzug Martina Baumann vom SSC Grünfeld mit den Ballen und die Mitglieder Nina Hegeler vom JSC 76 Bottrop.